choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Wir sind hier immer noch in der Story. Ich habe geplant, die Story heute durchzubrettern. Wird aber nicht mehr so lange dauern, ne? Und ich glaube, wir sind noch nicht mehr so weit entfernt. Deswegen gucken wir mal, was hier so passiert, ne? Alles klar, hier ist, glaube ich, direkt ein Gegner vor. Ja, yep. Den tun wir mal ignorieren. Und dann gehen wir mal, falscher Knopf. Dann gehen wir mal weiter, ja. Oh. Genau, Hule ist ja jetzt hier auf dem Schiff, ne? Und tut ein bisschen Stress machen und den müssen wir jetzt aufhalten, ne? Unter der Führung der Generäle müsst ihr euch nun von dem mächtigen Feind, dem Bosin, stellen. Du sollst dich vorbereiten, bevor du weitergehst. Uff, da habe ich ja genau richtig einen Schnitt gemacht. So, kann ich mich wenigstens heilen, wenn wir schon mal vorgehen? Ich weiß nicht, ob dieses Team gut genug ist. Ich habe so das Gefühl, irgendwie nicht. Aber nein, ja, warte mal, davor war aber ein Sternanker, ne? Die werden mich ja wohl kurz hier beim Sternanker hier heilen lassen, oder? Sonst gehe ich ungeheilt irgendwie da rein. Nein, das ist nämlich genau ein Sternanker. Werde mich ja hier kurz heilen, jawohl. そんなの強方艦と弟子が心配だったからに決まってるだろう。元凶、あなたが借りたがってる狼は今私たちの上にある演武台で運気軍と戦ってる。この演武天では先修人たちの目に入ることはないし、一本取ればいいだけの剣刀でもない。これは栄誉なんてない、ただの危険な死闘。美月、 Nun, da ich schon mal hier bin. Ich glaube nicht, ob wir den nächsten Kampf schaffen. Ich habe keine defensive Charaktere hier. Mal gucken, wie schwer der Kampf wird, ne? Vielleicht habe ich ja Glück. Solange es nicht Aventurin 2.0 sein wird, mit wem ich bis jetzt ehrlich gesagt immer noch Probleme habe, wird das schon gehen, ne? Die Kampfkunst-Zeremonie Wolfsjagd-Arena beginnt jetzt. Da wurde ich noch geheilt. Da sind wir schon. Sag mal, was du drauf hast. Gehen wir direkt rein, alles klar. Und er fängt schon direkt an. Okay, er hat Feuer, Normal und Wind. Oh Gott, haben wir genau. Boom. So, wer, du greifst mich jetzt nicht an. Sehr gut. Er ist definitiv ein Weltboss. Aber der hat nur einen Balken. So. Der hat aber nur einen Balken. So, warte mal, jetzt kann ich mit ihr auch die Schwäche reduzieren. Boom. So. Ich tue mal die Geschwindigkeit runterlassen. Weil ich ja bestimmt einige coole Moves sehen werde bald, ne? Na, ich kann mit ihr noch nicht, angreifen. So. Jetzt muss ich erstmal mit ihr angreifen. So. Wie oft kann die denn Folge angefallen lassen?
Na komm her. Duff, 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 duff. Bis jetzt bin ich noch unbeeindruckt, aber da kommt bestimmt noch was, ne? Der hat nur einen Lebensbalken, sehe ich gerade, deswegen. Oh Mann. Erstmal geschwächt. So. Okay, komm mal direkt auf mich los. Ja, gut. Tun wir storymäßig nur mit den dreien hier gegen ihn kämpfen? Das ist schon ein bisschen krass. Tut mir jetzt hier irgendwie ihren eigenen. Nämlich irgendwie an Sakura aus Naruto. Sie ihren ersten Akatsuki erledigt hat. Okay, irgendwie kommt Linkschaden nie dran. Und ich brauche sie gerade, ehrlich gesagt. Aber sie kommt nicht dran. Aber ja, voll geangefuckt jetzt dran. Das ist aber nicht genug. So, vorher noch ein bisschen. Der kann sich doch bestimmt heilen, oder? Der hat doch diesen. Der hat doch dieses Herz, mit dem sich hier wiederbeleben kann. So, oh, perfekt. Der kann sich doch bestimmt heilen oder irgendwie so was, ne? Irgendwas krasses kann er auf jeden Fall. Weil sonst ist er noch relativ chillig gerade. Schon ein bisschen zu chillig, ja. Duff, 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 duff. Außer der wurde hart gedebufft für die Story. Ich will warten, bis sein Dings wieder da ist. Oh man, du kannst ihn vorspulen. Gibt's jetzt nicht. Jetzt muss ich heilen. Oh man. Ah, Junli hat die ganze Zeit so wenig HP. Und Linkscher ist noch nicht so stark genug zum Heilen, ne? Ich weiß nicht, ob ich den Angriff auf mich ziehen möchte. Du schaffst den nicht zufällig hier gerade jetzt zu erledigen hiermit, oder? Nee, ne? Ja, fast. Also, nee, eigentlich nicht fast, aber. Ja, 10%. So. Junli. Schaffst du. Oh Gott. Schaffst du noch den Angriff auszuhalten? Oh Mann. Boah, wenn das jetzt erledigt, ne? Nein! Oh, der andere ist erledigt. Jetzt hält er sich, ne? Pass auf. Ja, nicht auf meinen Heiler. Okay. Ah, steht jetzt noch jemand? Oh, vor nicht allzu langer Zeit muss das jetzt unbedingt sein. Ja, wo ist er eigentlich? つまりお前にとって今の僕は何の秘密も持たない。ただ死を待つだけの獲物というわけですか。
Ich finde das echt nicht gut, wie die immer mitten in der Action irgendwie so eine Rückblende machen. Immer so sagen, so, oh, der Grund, warum das passiert ist, ist, weil das hier passiert ist. Und gerade darauf hingedeutet, dass der Typ tot ist. Glaube ich irgendwie nicht. Ich werde noch nicht einen Charakter, der irgendwie eine Stunde später in der Story auftaucht, irgendwie spielbar machen. だが貴様はここで秘密と共に埋葬される。だが貴様は幸運な奴だ。自分の使える将軍が悲惨な未来を迎えるところをその目で見ずに済むのだから。 あの女は自分の行く末をよく理解している。いつの日か戦いの中で次第に激しくなっていく月狂いに圧倒され、変化と怒りの中で四分五裂するとな。貴様らの信じる神でさえ あの女をその結末から救うことはできない。せいぜい下脱をもたらす程度だろう。その唯一の救いの道は俺の手の中にある。これではどちらが意思なのか分かりませんね。どうしてそんなに自分の判断に自信があるのですか。 そろそろ時間だ。行く前に貴様は俺が何をしようとしているのか分かっているのだろう。陰血臭、戦の前に血を飲み狂気を刺激する。オリジンの風習ですよね。 あ、ブラインプルートファギフテッドライングズワット。かなりの時間を費やして俺たちのことを調べたようだな。だが貴様はここで終わりだ。あなたが医師の小休先生。 僕に。フェイシャオ。あの時。イザーズアウス。あなたが私を救ってくれたって聞いたの。感謝の言葉ならいりません。医師なら私の月狂いも治せるわよね。治したところで何になると。また戦場に行き。今度は死ぬつもりですか。 言っておきますが、その体では戦うことはできませんよ。じゃあ、あなたは戦争を治療できる？何をわけのわからないこと。僕は医師です。できることと言ったら、あなたにできるのは私たちを治して戦争の治療に生かせることでしょう。 随分と大きな口を聞きますね、お嬢さん。この戦争は何千年も続いている。この先も続くでしょう。戦争の治療、君たちは無駄死にしているだけではありませんか。どんなに懸命に治療しても、この世に存在する病や死は消えないけど、 それでも必死に命を救おうとしているあなたたち医師と同じように、私たちも戦い続けたいの。もういない人たちの気持ちを代弁することはできない。でも月魚将軍、そして帰ってこられなかった戦士たちだって絶対に無駄死になんかじゃないわ。彼らが戦いに出たのは、より多くの人を無事に故郷に返したかったからよ。 あなたと同じようにね。小休、
これは命令よ。私を直しなさい。Wie bringt man ein wählerisches Kind dazu, sein Gemüse zu essen? Wie kann man einen misstrauischen Wolf dazu bringen, Gift zu trinken? Ich habe dir die Antwort schon verraten. Okay, er wurde nicht beim lebendigen Leibe aufgefressen oder so. Und monologt hier noch ein bisschen. Der ist sowas noch am Leben. Sehr gut. Voll übergezogen. Ja, jetzt kommt die nächste Phase und ich bin, glaube ich, so gut wie tot, ne? Oh, ich bin da voll geil. Ja, ob ich das nochmal schaffe? Er ist doch wahrscheinlich jetzt viel stärker, ne? Dann ist halt ja viel zu einfach. Ja, wieder Dubstep-Musik im Hintergrund. Guck mal, wie viel Schaden wir nehmen. Und Linkshot kommt einfach nicht dran. Tut dem Folgeangriff von mehr als Folgeangriff. Ja, ich bin aber ziemlich sicher, wir sind jetzt tot, weil ich einfach zu viel Schaden habe. Und Linkshot kommt einfach nicht zum Zug. Sie ist irgendwie zu langsam. Oh Mann. Ah. Oh mein Gott. Der kommt schon wieder dran. Wie soll ich denn das überleben? Ich hab's überlebt irgendwie. Oh mein Gott. Das reicht aber nicht. Viel zu wenig. Der kommt schon wieder dran. Ich bin sowas von tot. Gott. Mit Reichweite, um den zu brechen. Special Folgeangriff. Oh nein, er wurde gebrochen. Ja, er kommt direkt schon wieder dran. Ja, so kann ich den nicht erledigen. Er ist einfach zu schnell. Wo er doch noch gut aussieht gerade. Jetzt läuft noch gut. Ich tue irgendwie drei Phasen oder so. Der kommt schon wieder. Wieso kommt ein Linkscher war doch gerade vorher dran? Boah. Ich verstehe das nicht.
Oh mein Gott. Mein linker einmal angegriffen, jetzt kann sie ihre Ultimate einsetzen. Und überleben wir vielleicht noch. Sofort heilen, bitte. Oh mein Gott. Gott. So, nee, du überlebst das. Oh mein Gott. Wer da kriegt jetzt wieder einen Zug direkt? Okay. Gott. Jetzt kommen die wieder alle erst dran. Problem ist, Yunli nimmt zu viel Schaden. Oh Mann, nicht auf meinen Heiler. Oh Gott. Ist gleich weg. Nein, nicht auf meinen Heiler. Oh, sie ist weg. Das war so ein Tod. Gott, was ist das? Hat irgendwie gar keinen Schaden gemacht. Was passiert da gerade? Okay, warum kann er noch einmal angreifen, nachdem ich ihn erledigt habe? Doch wohl und wer ist das? Kann er nicht sehen. Oh, er ist das. Ernsthaft, einfach mit der Hand. Okay. Alles klar. Ja. Warte mal. Ich habe ihn noch nie gespielt, glaube ich. Aber wenn er sich mir jetzt hier angeschlossen hat, ne, dann muss ich mit dem Team statt März. Oh, ich würde am liebsten mit März auch dabei. Oh. Ja, man hat einmal kurz gesehen die Konfrontation zwischen John King und Jing Leo. Habe ich gerade gesehen, als sie ihre Ultimate gemacht hat. Ich nehme aber, wenn der irgendwie als Wolf als Dings freigeschaltet wird, als Weltboss freigeschaltet wird, dann kann man bestimmt, muss man wahrscheinlich alle drei Phasen auf einmal irgendwie erledigen, ne? So, Leute, es geht. Na, ernsthaft, wie kam die? Sie hat einfach ihren seinen Angriff mit einer Hand abgewehrt. Wie kamen die auf die Idee, dass die nicht genug waren, um wen zu erledigen? Ja, okay, das ist auch eine Unschuldung, aber trotzdem, sie hat seinen Angriff einfach mit der Hand abgewehrt. Hat da ein paar davor eine Atombombe einfach abgelassen. Warum haben die sich überhaupt Sorgen gemacht, wenn die so ein Powerhouse hier haben? Ja, fast so stark wie anschauen. Was? Der Typ ist doch noch hier. Du hast mir das Leben gerettet. と思った。途中で風霊が地上にいないことに気づいて急いで駆けつけたの。軽減将軍がマナ弟子を失うところなんて見たくないからね。戦場に駆けつけるのが遅れるなんて
初めての経験だと。ふん、あなたたち若者の剣が早すぎたって言うべきかもしれないわね。正直、自分たちを守りながらあの獣を引き止めるだけで精一杯だと思ってたけど、あなたたちは力を合わせて風霊を倒してみせた。本当、末恐ろしい若者たちだわ。さあ、おしゃべりはここまでにしましょう。War einfach so. Ich glaube, mich hat er sich einsperren lassen. Wir haben gerade ihn im Team bekommen. Das heißt doch, dir geht's gleich noch weiter. Danke, Spiel. Muss mir nicht erklären. Ich habe das schon zusammen gepuzzelt. Mein Gott, die ist 700 Jahre alt. と思っていた。だが俺の腕は衰えていたようだ。貴様らの勝ちだ、小僧。あがくのはやめなさい、フーレ。優秀国に戻れば、後悔に苛まれる時間はたっぷりあるわ。Einfach eine Mali beilegen。Da wird es doch irgendwas geben, ja, um den dann Ding zu erledigen, ne? Hol einfach das Herz von ihm raus. Ja, ne? Hm. Ja, okay, müssen wir machen. Was? Okay, na gut, dann zeig mal ja. Und jetzt der wahre Kampf. Das ist halt einfach nur so ein Siegesmarsch. Ich weiß, wohin das führt. Das ist bestimmt so ein Sonderangriff, den man in den Kampf benutzen kann, oder? Oder? Hat sie gerade den Körper? Ja. Müssen wir gegen sie kämpfen, ne? Hey, ein Moment. Ein Moment. Wenn wir gegen sie kämpfen, dann will ich aber nicht sie im Team haben. Dann will ich dann schon. Dann bin ich ganz ehrlich schon März dabei haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Das kommt mir irgendwie nur so. Da. Mach mal so. Was?
Oh mein Gott, macht sie Schaden. Wahnsinnige Fehlschau. Okay. Wir müssen noch nicht mal anfällig gegen Eis. Ich weiß gar nicht, was seine Angefalle sind, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh mein Gott, sie bringt uns sowas von um. Na gut, gucken wir mal, wie das hier abläuft. Das Gefühl, hier muss ich ein etwas stärkeres Team rausholen. Sie bekommt 3 Züge. Mein Gott. Sie macht einfach zu viel Schaden. Sie hat schon wieder hier nichts wert. Oh mein Gott, ich bin sowas von tot. Ja, das wird nichts. Und Linkshot bekommt einfach keinen Zug. Sie ist zu langsam. Was? Gott, ey. Oh, dann geben sie mir ihn, ja, und er bekommt noch nicht mal, sie ist noch nicht mal anfällig gegen Eis, ey. Okay, ich weiß nicht, wie er funktioniert, also okay, wir bekommen ja ein paar gute Züge. Ja. Gott. Ja. Da habe ich noch nie seine Ultimate gesehen. Den gibt es ja schon seit Release. Ne? Ich habe gehört, er soll einer der stärksten Charakter sein. Aber ich glaube, er ist sehr hinabgefallen in der Leiter. Weil bei Release war er, glaube ich, einer der stärksten Charaktere, wenn ich mich nicht irre. Okay, er könnte ein bisschen knapp werden, ja, aber vielleicht wird er was. Linksha ist einfach ein bisschen zu langsam. Gott, sie ist genau wie dieser eine Boss hier. Die jedes Mal, wenn man ihn angreift, irgendwie so irgendwas vor sich her labert. So, hier ist irgendwie so ein Gegner, jedes Mal, wenn du ihn angreift, macht die irgendwie so Kommentare, so so, was macht sein Skill? Macht er einfach nur Schaden? Empathische Schwertverbindung. Verringert während empathisch werden die Chance angegriffen zu werden und erhöht die Kill-Rate auf den Kill. Okay. Ja, warum nicht? Mann, wir haben erst die Hälfte erledigt. Nee, du greifst mich jetzt nicht an. Macht er nicht, nein. Verdammter Dreck. Okay, war trotzdem aufgeladen. Das verstehe ich irgendwie nicht so. Skillpunkte. So, okay. Ehrlich gesagt schon cool, dass wir gegen sie kämpfen können, wenn ich ganz ehrlich bin.
Hochschaden um 1,2% benebelt. Also erst von mir. Ich dachte erst, da stand gerade Schulz. Schulz, nicht entfernbar reduziert. Okay. Bis jetzt ist sie noch chillig. Ich nehme an, wenn man den als Weltboss freischaltet, den Huley, dann muss man hier all die Phasen hintereinander spielen, ne? Aber bei Sonntag haben sie ja auch irgendwie alles hier so eingeteilt, ne? In verschiedene Phasen. Und dann, wenn du den als Weltboss bekämpfen musst, dann musst du ihn ganz bekämpfen. So, das war dein Fehler, weil jetzt breche ich dich nämlich. Jetzt kriegst du nicht mehr deinen Zug, ja? Sollen wir mal ein paar Dinger hier? Du bist am Zug. Ich hab schon immer da unten, ist mir noch nie aufgefallen. Du bist am Zug. Okay, das ist aber jetzt ziemlich genau wie bei Sonntag. Die letzte Phase ist irgendwie die chilligste. Außer da kommt jetzt noch irgendwas. Ist das alles, was ihr drauf hat? Sagt sie, glaube ich, ne? Ja, komm her. Ja, bevor du da dran kommst. Nein, hat nicht gereicht. Wir sind gleich sterben. Also sie hat ihren Bogen ausgeholt. Das war mehr als das Ultimate. Oh, das ist oh Mann. Ist das meine Internetverbindung gerade, die aussetzt? Nee, ne? Ich glaube, meine Internetverbindung ist gerade. Oder muss dazu sein? Na. Noch meine Internetverbindung ist abgestürzt. Ja, meine Internetverbindung ist abgestürzt. Boah, ich bin gerade mitten in dem Ding hier drin. Ja. Was passiert denn dann? Jetzt muss ich den Kampf nochmal neu machen. Boah, hätte ich ja gar keine Lust drauf. Boah. Ist fehlgeschlagen. Versucht die Verbindung wiederherzustellen. Ja, was passiert denn danach? Kann ich jetzt warten, bis das hier. Boah. So, die Verbindung ist wieder da. Geht's jetzt weiter direkt? Oh, Gott sei Dank. Aus der Internetverbindung geht jetzt wieder weg. Was vielleicht passieren könnte. Ja, genau das passiert gerade. Hey, Leute. Und ich kann auch hier nicht pausieren oder irgendwie sowas, ne? Ich kann auch nicht mal die Dings jetzt abstellen. Boah, die Internetverbindung war doch gerade wieder da. So. Jetzt hat er resettet, ja. Okay. Wie sieht's jetzt aus? Ah, bitte Internetverbindung. Tu mich jetzt hier nicht ärgern. Was wäre ja gerade ein bisschen nervig, gerade bei diesem Punkt hier. Immer nur Juni. Jetzt nur Nigel Kotor.
Ja, aber das ist genau das, was sie bezwecken wollte, nicht wahr? Nicht wahr? Ich muss jetzt mit ein paar Leuten reden, ne? Ja, ich wusste es. Bin so gefühlt. Ich hoffe jetzt, hier kommt nicht irgendwie ein Kampf oder so. Gerechtigkeit. Also meine Leute, ne?
Weg damit. Ich war gerade ja voll die Rückblenden von, ich weiß nicht, ob es Jedi Fallen Order oder Survivor war, aber da gab es ja auch irgendwie so eine kleine Rückblende, wo man irgendwie gesehen hat, wie Cal irgendwie ja ein Sith war, wenn er einen anderen Weg gegangen wäre. Irgendwie so hat kommt mir gerade hier so in Sinn. Oh mein Gott, ehrlich. Warum denn ausgerechnet jetzt? Ich kann auch nicht mal hier abbrechen, falls irgendwie eine nein, blöder Dreck, ey. So, eine Stunde später, ich kann hier irgendwie nicht raus. Ich wurde direkt in die Cutscene reingeballert, als ich das Spiel gestartet habe. Also hoffentlich passiert jetzt nichts. Eine Stunde lang war das Internet jetzt fein, also hoffentlich bleibt es auch dabei jetzt. Also, boom. Ich
分かってないわね、フーレ。あなたは私が何を望んでるのか全然。ザクフェスはやっぱり Zeitverschwendung gerade。まだ子供だった頃。老鼠のムチと鎖から逃げるために。だし、überhaupt nicht irgendwie、weil nicht。ist also sowieso fest entschlossen、man bringt ihn das hier alles dann、diese Cutscene。 Tief in der Dunkelheit hinter ihnen ertönt das Heulen wilder Wölfe, das Gebrüll wilder Bestien. どこに向かってるのかもわからないまま、私たちは走って走って走り続けた。そして両軍の追跡から逃れられたと思った時、空を飛ぶ一人の運気軍に出会ったの。 残念ながら、クールの仲間たちを解放しようと彼女を連れて故郷に戻った時、そこに残されていたのは大地に開いた底の見えない大きな穴だけだった。 私は運気群の仲間と光の軌道を何度も追いかけ、その光が落ちるところを数え切れないほど目撃した。そして少しずつ理解していった。あれは願いを乗せた流れ星なんかじゃない。あの荒野の出現は救いようのない世界と無数の世界の消滅を意味してるんだってね。私は 天球の神に祈ったわ。もう流れ星が落ちるところを見せないでって。だ、そのアーチワーツスロッ。神は答えてくれなかった。Weil den Pfeilform。 Thank you.
あなたはどんな願いのために戦っているの、フーレ。天上の星々をオリジンが闊歩できるのを原にするという願いのためだ。その貴様はいつの日か。 誰も流れ星が落ちるところを見なくてよくなるように、一人でも多くの人が私と一緒に生きて妖精に帰れるようにするため。本来の姿にあらがい、自由な狼から飼いならされた狐に落ちぶれた理由が一人でも多く生かすためだと。 私とあなたは似ている。どちらも戦いのために生き、戦いのために死ぬ化け物。あなたの言う通り、フーレ。だから天に祈るの。たとえ神々が答えなくても、純種の矢尻が化け物の心臓を貫くように。 Alles klar. が見えてる流れ星、雲がごとく空を覆いて泉州を守らん。最後までこの誓いを守り抜く。 Was zum? Oh Mann. Ich habe kein vernünftiges Team hierfür gerade ausgerüstet.